Unser heutiger Studiogast ist der Merlin Kamasingh, den wir ja schon öfters da hatten. Und zwar, er hat immer interessante Ideen. Und seine neueste Idee, die er uns jetzt heute präsentieren will, ist die Mantra-Apotheke. Ja, Kamasingh, was ist das, eine Mantra-Apotheke? Es ist keine neue Idee, sondern es geht einige Jahre zurück. Und deswegen, ich habe die Domainnamen schon, glaube ich, 6 Jahre oder sowas. Aber es war technisch nie möglich. Das war technisch, auf irgendeinem technischen Grund, da mussten wir den Webmaster fragen, was genau, hat es nie funktioniert. Wie ich das mir vorstelle, jetzt geht's endlich. Und Mantra an sich ist eine präzise Wissenschaft. Und es geht darum, dass man mit bestimmten Klängen und bestimmten Reihenfolge der Klänge, dass man erweckende oder heilende Wirkungen hat. Und jedes Mantra hat eine bestimmte Wirkung. Und so allmählich erscheinen die ein nach der andere in der Mantra-Apotheke, so du schaust auf die Liste, das will ich erreichen oder das will ich beheben. Und sagst, ah ja, da brauchst du Mantra Nummer 1, 5, Nummer 8 und so weiter. Was so ist es aufgebaut. Im Augenblick ist nur 5 Mantra drauf, aber ja, sind wir Mitte April 2018, aber ich habe, glaube Richtung 40, die schon in Vorbereitung sind. Gut, bevor wir auf die Erweiterung kommen, Mantra, versteht jeder irgendwas aus Indien, was Religiöses? Können wir das hier anwenden oder was ist das eigentlich? Was ist ein Mantra? Ein Mantra ist eigentlich, es basiert sich auf etwas, das jeder erlebt hat. Das heißt, dass bestimmte Klänge, bestimmte Töne, bestimmte Musikstücke direkte Wirkungen haben können auf die Gefühle, auf die Gedanken, auf deinen Körper, auf die Umgebung. Etwas, das, wie gesagt, jeder erlebt hat, es ist nur hier im Westen so gut wie gar nicht geforscht. In Osten, und nicht nur Indien, sondern in die Zeiten davor, in der uralten Rusved-Kulturen, ist es sehr, sehr tief geforscht und davon aus entstehen die Mantra. Dieser Glaube an religiöse Zusammenhänge geht darum, dass die Wörter, die gewählt sind für die Mantra, oft benutzen die Namen der indischen Gottheiten. Aber es sind auch ein rein praktisches Grund. Und das ist, solche Wörter haben keine negative Konnotationen. So, zum Beispiel, der Klang I bringt geistige Wachheit, der Klang Sch ist eine Leberbefreiung und ist etwas, das bringt man in der Hier und Jetzt. Aber Shit ist kein nützliches Wort für ein Mantra. Aber rein theoretisch würde diese Klänge, nur wenn ich die so mache, Sch, also ich muss da kein Wort rausformen, würde genauso funktionieren im Endeffekt, oh ja, wie wenn ich jetzt ein Wort mache. Also diese hat keinen Bezug jetzt zu dem Wort. Das heißt jetzt, wenn ich diese Gottheit jetzt dann da erwähne oder ich singe jetzt diese Gottheit, dann bete ich die nicht an. Das ist kein Gebet, nee, an die Gottheit jetzt. Nee, das ist, es ist eine Art Mnemonik. Ich weiß nicht, wie ich Mnemonik heißt in Deutsch, vielleicht das Gleiche. Es ist ein Werkzeug, um die richtigen Klänge und die richtige Reihenfolge zu erinnern, mehr nicht. Die Wirkung ist in die Klänge selber, nicht in der Bedeutung der Wörter. Okay, das ist praktisch so, wie diese Leute, die sich viele Dinge merken können, sich eine Geschichte ausdenken und sich anhand der Geschichte, diese diesen Dingen zuordnen, dann im Endeffekt sich daran wieder erinnern können. Und so macht man das jetzt mit den Worten dann auch. Ja, ich erinnere auch heutzutage ein Mnemonik, das ich in der Schule in Mathematik gelernt habe. Hm. Und das mathematische Prinzip niemals angewendet, aber der Mnemonik, was es bedeutet, habe ich immer noch. Genau, okay. Und so ist das dann auch zu sehen. Und dann habe ich diese Töne für jedes Organ, für jede Dingens einheitlich dann. Muss ich die dann ständig wiederholen oder mache ich die nur einmal am Tag und dann ist es gut? Oder wie verhält sich das? Es ist unterschiedlich vom Mantrum zu Mantrum.
Daumenregel, so länger und so öfter gesungen, desto stärkere Wirkung. Und du musst nicht besonders hinsetzen, um zu singen. Du kannst es beim Boden schrubben oder was auch immer singen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Der eine ist das Mantrum um runterziehende Energien abzuschirmen. Insbesondere negative Emotionen, destruktive Emotionen von anderen Leuten, dass sie dich nicht erreichen. Und das ist so dreimal morgens, dreimal mittags und dreimal abends gesungen, um diese Schirme aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Hättest du ein Beispiel, wie sich das jetzt anhören würde? Ja. Jai Hanuman, Jai Hanuman. 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 Jai Sitaram, Jai Sitaram. 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 Das ist einmal durch so. Dreimal durch morgens, dreimal durch mittags, dreimal durch abends baut diese Schirme auf, damit diese unangenehme Energie dich nicht erreichen. Es auch hat eine nützliche Zweitwirkung, wenn du eine lange Reise machst oder sogar weit in der Ferne umziehst, dann hat der menschlichen Körper Probleme mit der neuen Landenergie umzugehen. Und dies hilft mit der Akklimatisierung. Okay. Aber ich muss es selbst singen. Das bringt jetzt nichts, wenn man jetzt das anhört und dich dann singen hört, sondern ich muss es selbst für mich singen. Ja, die sind deine Bestimmungen über dein Leben. Also musst du die selber bestimmen. Okay. Jetzt bei den Worten, denke ich mal, da gibt es das mal für unsere Kultur oder für unsere hier westliche Lebensweise so ein bisschen oder Gewohnheitsweise ein bisschen Probleme dran, das zu verstehen. Wie ist das bei deiner Mantra-Apotheke? Hast du da diese Worte, dass man die nachlesen kann irgendwie oder dass man die dann als Erklärung hat? Ja, was ich getan habe, ich habe ein paar neue Buchstaben erfunden und mit Erklärung. Und dann jedes Mantra geschrieben mit normalen deutschen Buchstaben plus die paar Zusätze, die erforderlich sind, weil es gibt Klänge, die in Deutsch nicht existieren. Zum Beispiel eine W oder ein J gibt es nicht. Und ich glaube, es sind nur 5 besondere Buchstaben. So, es ist nicht allzu schwierig. Und ich hoffe, dass jeder davon das verstehen kann, genau wie es auszusprechen ist. Okay. Beispiel jetzt mal die Worte, die du jetzt verwandt hast für deinen Schutzmantrum. Wie lauten die jetzt? Dass du jetzt ein Beispiel hast für die Leute, dass sie das nochmal einzeln für sich haben. Jai Hanuman und Jai Sitaram. Das war's. Ganz einfaches Mantrum. Das hört sich einfach an. Ja. Ja. Aber wenn du schwierige Worte willst, dann probier mal mit Zwirnknäuel. Was? Zwirnknäuel. Ja, das ist ein deutsches Wort. Du meinst Zwirnknäuel. Ja. Also mehrere
Garnknäule im Endeffekt vom Smirn, diese Knäule im Endeffekt. Ja, ich habe es die österreichische Ausdrucksform benutzt. Okay, gut. Aber was gibt es jetzt so schwierige Worte nochmal bei so einem Mantrum? Hast du da irgendwas, was vielleicht für uns schwierig wäre jetzt da in dem Bereich? Ja, es gibt ein paar, die ein bisschen übungsbedürftig sind, zum Beispiel Akilandeshwari. Okay, ja. Aber wenn man das in Teile bringt, Akilandeshwari. Der einzige außergewöhnliche Klang ist der W in Wari. Mhm. Und die Deutschen sind gewöhnt, lange Worte zu basteln aus vielen Teilen. So. Das dürfte kein großes Problem sein. Das stimmt. Und wenn ich jetzt am Anfang vielleicht verunsichert bin und meine, ich habe es nicht ganz genau so ausgesprochen, macht das sehr viel? Oder ist schon mal die Absicht, die dahinter steht, auch schon, dass ich eine Wirkung mit erziele? So präzise der Ausdruck, so präzise die Wirkung. Aber es ist nicht wirkungslos, wenn es ein bisschen daneben ist. Aber wie du weißt, Übung macht der Meister und durch Übung wirst du das immer besser hinkriegen. Und deswegen habe ich jedes Mantra mehrmals gesungen, damit du mitüben kannst. Okay, aber ich verändere was nicht ganz extrem, sage ich jetzt mal, wenn ich es vielleicht jetzt nicht richtig ausspreche. Ich will jetzt zum Beispiel Leber haben einen kleinen Aussprachefehler da drin oder einen kleinen Gesangsfehler und habe dann auf einmal mein Herz angesprochen. Oh. Das passiert dann im Endeffekt nicht. Nee, weil der Klänge, Klänge sind zu unterschiedlich. Mein Herz ist A, Leber Sch. Mhm. Das muss ein großer Wandel machen. Das beide zusammen hört sich dann auch wieder komisch an. Ja, das stimmt natürlich. Wenn wir es in der falschen Reihenfolge dann sind. Mhm. Aber das Thema ist jetzt, also die Leute gehen jetzt auf deine Seite. Ja. Suchen sich jetzt das passende Mantrum aus. Mhm. Und dann bekommen sie praktisch die Anleitung dazu und dann können sie selbst damit arbeiten. Ja, die kriegen einen geschriebenen Text mit der Erklärung der neuen Buchstaben. Die kriegen eine Audiodatei mit der Einleitung, wie das Mantrum anzuwenden ist. Und deutlich gesprochen, damit die jedes Wort kapieren können. Und dann kriegen eine zweite Audiodatei. Und darauf ist das Mantra mehrmals gesungen, damit sie mitüben können. Und du hast am Anfang erzählt, du hast jetzt 5, glaube ich, jetzt hast. Sie sind 5 schon drauf. Und aber der größte Teil der Arbeit ist, war die ganze Vorbereitung. Und jetzt können die rein theoretisch 1-2 der Woche noch dazufügen. Und ich habe, glaube ich, über 45, die nützlich sind. Obwohl es gibt Tausende von Mantra. Okay, also ist nicht mit den 40 abgeschlossen. Es kann sein, oder die über 50, wenn es vielleicht sind, aber die kommen vielleicht noch nach. Wenn du jetzt meinst, dann wird das erweitert, das Projekt. Mhm. Ja, das zum Beispiel diese Woche hat eine Frau mir spezifisch gefragt, weil sie hat ein in Norwegen, hat sie gesagt, gelernt, ob ich das für sie richtig aufnehmen kann. Und das ist ein sehr schwieriges Mantrum in der Ausdruck. Und auch die, was sie meinte, die Wirkung davon ist auch nicht korrekt. Ob ich das dazufüge, es ist persönlich meine, es ist nicht sehr wichtig. Und es ist sehr schwierig in der Aussprache. So, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, dass ich das einfüge. Aber es könnte sein, du erweiterst die ganze Apotheke. Sag ich jetzt mal. Genau. Und wie sieht das aus wegen der Wertschätzung? Ich sage jetzt mal, es ist ja immer ein Energiefluss. Du gibst ja den Leuten Energie. Und ich sage mal, es ist ja schön, wenn dann auch eine Energie zurückfließt, denke ich mal, die zurückfließen soll. In welcher Form? Wie sieht die da aus bei der Mantra-Apotheke? Ja, well, was ich erreichen wollte, ist, dass zwei Dinge. Dass, einerseits, dass jeder sagt, oh, für die Summe probiere ich. Und andererseits, es muss für mich und der Webmaster und alles pipapo lohnen, die ganze Arbeit zu tun. So, der große Teil der Mantra, die kriegst du alles für 3 €. Es gibt ein paar, die ein bisschen komplizierter, ein bisschen länger sind. Und die sind ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das Höchste, was du ausgeben kannst, ist 13,47 €.
Mhm. Und das ist für ein DVD, nicht ein Download, das ist ein DVD mit die Invokation darauf, das Hanuman Chalisa. Und das ist eins der sehr, sehr seltenen Mantra, die eine starke Wirkung haben, allein von Zuhören. Mhm. Glücklicherweise, weil es dauert ungefähr 10 Minuten, einmal durchzusingen. Okay. Nicht das längste Mantra. Das Guru Gita dauert 3/4 Stunde. Okay. Und einmal habe ich erlebt, als der Ramachandra rezitiert wurde. Und es war an einer großen Feier in den Himalayas. Und es ist rezitiert von einem Relay von Sadhus und Pandits. Und die machen das vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang einmal durch 5,5 Tage. Okay, klasse. Und manche machen das von Gedächtnis, die lesen es nicht, die haben es alles gespeichert. Das ist das Längste, was es gibt. FDM. Aber davon, da kommt es nicht auf der Mantra-Apotheke. Also es gibt auch eine CD, aber auch davon, wie ich jetzt erfahren habe. Ja, das ist nur das ein Mantra des Sri Hanuman Chalisa. Und das ist ein sehr besonderes Mantra. Es wurde ursprünglich geschrieben vor circa 500 Jahren, um Besessenheit zu beenden und die Schwäche, wodurch die Besessenheit stattgefunden hat, aufzulösen. Hat auch eine sehr nützliche Zweitwirkung für uns hier im Westen, indem es löst Versessenheit auf. Das heißt, wenn du festgehakt bist in eine Glaubensstruktur, die nicht funktionstüchtig ist und dich eigentlich nur schadet, allmählich löst dieses Mantra das auf, allein von Zuhören. Du kannst es auch lernen, der Text ist dabei. Ist noch stärker, wenn du es selber singst, aber wie gesagt, das eins die seltener, der eine starke Wirkung hat, allein von Zuhören. Muss das dann in einer bestimmten Lautstärke sein oder kann man das auch so leise vor sich hin singen, sage ich jetzt mal, oder leise vor sich hin hören jetzt zum Beispiel auch dieses... Oh ja, wir haben schon damit experimentiert. Wir haben das so leise gedreht, dass du musst dein Ohr neben der Box legen, um überhaupt zu hören. Und das hat eine Wirkung in dem ganzen Raum. Mhm. Also ist nicht jetzt, dass ich die Nachbarn damit beschallen muss, sage ich jetzt mal. Nee. Oder meine Arbeitskollegen an der Arbeit dann damit nerven würde, wenn ich jetzt das dann höre oder singe. Also ich kann das einfach wie so ein Ohrwurm, was man sonst mal mitsingt oder so, irgendwie kann ich das auch leise für mich hinsingen, sage ich jetzt mal. Ja, es muss nur feststellbar mit ein gutes Ohr, mehr nicht. Gut, okay. Ja. Die andere Geschichte jetzt noch. Du hast vorhin gesagt, du kannst, oder das habe ich daraus verstanden, dass du die Mantrum einzeln auch abonnieren kannst. Also du kaufst jetzt nicht ein Paket jetzt. Oh, nee. Sondern du hast das wie so beim Musik-Download im Endeffekt, so die Lieder. So kannst du dann einzeln anklicken, das habe ich jetzt gerade Bedarf, dann kann ich mir das runterladen. Genau. Natürlich, unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Bedürfnisse. So, ja, warum sollen die etwas kaufen, was sie nicht brauchen? Ja, das hört sich sehr interessant an, die ganze Geschichte, die du da jetzt wieder uns mitgebracht hast. Danke. Und sonst gibt es noch so ein weiteres Projekt, was du im Moment gerade so hast? Oder was können wir als nächstes vielleicht von dir noch erwarten? Oh, ja. Das gibt ein, dass ich in die Öffentlichkeit kein Wort darüber sage im Augenblick. Aber es kommt noch. Kommt bald. Sage so. Sonst, das Spannendste über alles im Augenblick ist die Lichtsäule des Lebens. Ja, die eine sehr interessante Wirkung hat. Ja. Die Webseite können wir ja einblenden, dass man mal sieht, wer sich darüber informieren will. Weil die Wirkung haben wir selbst schon festgestellt. Also die ist ziemlich heftig. Und ansonsten, dein Newsletter können die Leute abonnieren. Da erfahren sie das Neueste, ne? Was sonst so ehrlich ist. Ja, okay. Ja. Und ja. Ich glaube, wir haben alle möglichen Variationen auf den Namen Mantra Apotheke registriert. Egal wie das buchstabiert, sollst du auf die Seite landen. Gut, Kamal, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke. Und wünsche weiterhin viel Erfolg. Namaste. Danke. Namaste.